Es gibt Überfälle auf Sanctuary Hills? Hä? Wer bist du denn? Hallo? Entschuldigung. Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Was? Was für Probleme? Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Was? Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Hier, ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Seit wann greifen Raider unser Sanctuary Hills an? What? Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke. Es ist echt sehr beruhigend, sich keine Sorgen mehr um sie machen zu müssen. Ich glaube, es hackt. Hier bei den Dickicht-Ausgrabungen? Boah. Oh, Leute, ey. Ihr greift meine Siedlung an, die ich aufgebaut habe. Ist das euer Ernst? Da gibt's nicht mal eine Schnellreise, da renne ich direkt hin und werde den Subbat von einer reinhauen. Die greifen meine Siedlung an, von den Dickicht-Ausgrabungen an. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So, darum werde ich mich aber sofort kümmern. Das darf ja sowieso nicht angehen. So, seine Begleiter kann man schon mit Rüstung ausstatten, aber meine ich. Sie kann froh sein, dass sie von mir überhaupt eine Waffe gekriegt hat. Ich bin da bei den Begleitern, ist eigentlich total egal. Das ist mir einfach nicht so wichtig. Wo seid ihr, ihr Schweine? Neben den Dickicht-Ausgrabungen. So viele können es ja gar nicht sein. Na, wo seid ihr? Hier müssten sie doch jetzt mal irgendwo sein. Hier waren die Dickicht-Ausgrabungen. Und hier? Ist das so weit? Ist das echt so weit? Ich habe das von der Karte her scheinbar ein bisschen unterschätzt. Wie weit das ist? Aber trotzdem war mir das... Oh. Ach nein! Nein! Jetzt ist es hier. Jetzt, da waren wir doch schon mal und haben dann gemerkt, dass das Storyline technisch gar keinen Sinn macht, dass wir hier jetzt alle töten. Und jetzt wissen wir auch warum. Weil jetzt tatsächlich wir Storyline technisch da angekommen sind. Die haben sich hier niedergelassen, weil sie den einen Typen ja getötet haben, falls ihr euch erinnern könnt. Jetzt steht er genau in dem Moment auf, na klar. Ah, und jetzt ist es soweit. Das hat er überlebt? What? Was war das? Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? In Sicherheit? Ich frage mich gerade, wie die das überleben. Ja, das frage ich mich allerdings auch. So, vor allem, weil ich ja noch versteckt bin, bin ja unsichtbar. Die sehen mich ja eigentlich noch nicht mal. Irgendeiner wird es nur erahnen können. Wird es dementsprechend wahrscheinlich gleich hochrennen. Jetzt komm raus aus deinem Versteck. Oh. Hä, was ist denn mit denen los? Warum halten denn die so viel aus? Alter, vor allem, weißt du, ich mache zweifachen Schaden und die wollen gar nicht verrecken. Ich sehe auch gerade, das ist auch gar nicht mein Sniper. Sorry. Das ist ja gar nicht mein Sniper. Das ist ja auch gar nicht mein Sniper. Machst du mehr Schaden? Ja, der ist instant tot. Ich hab die falsche Waffe erwischt. Huch. Ich hab mich schon gewundert, das kann doch gar nicht sein. Wo treibt ihr euch denn jetzt rum? Irgendeiner hat irgendwie gerade auf mich geschossen. Ich meine, ich hatte ja hier schon mal sau viele getötet. Aber ich nehme mal an, dass die auch alle respawned sind.
Oh, da sind sie ja alle. Aber theoretisch dürften sie mich immer noch nicht sehen, weil ich ja immer noch unsichtbar bin. Okay. Oh, da oben sind sie alle. Huch. Meinst du, dass ich dafür bezahlen werde? Ich kann euch hier einfach alle systematisch ausschalten. Hey, da draußen ist was. Ich weiß, Piper, ich kümmere mich schon. Oh, die hält ein bisschen mehr aus, trotz des Sniper-Gewehrs. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt, denn ich bin immer noch unsichtbar. Oh, da ist jemand. Na, komm ruhig nochmal zurück. Die war aber schnell tot. So. Damit sollten wir auf jeden Fall oben rum alles erledigt haben. Alle gezielt weggesnipert, damit wir auch mal ein bisschen, Munition sparen. Sage ich jetzt einfach mal ganz trocken. Denn hier sind alle tot. Hier dürfte keiner mehr leben. Kurz und schmerzlos? Oh, da ist doch noch einer. Ah, jetzt komm, versteck dich nicht. Kurz und schmerzlos, da bin ich nämlich auf jeden Fall am Start. Jetzt hatte ich doch einen zu nervösen Zeigefinger, aber gut, das war jetzt nicht weiter tragisch. So, der ist nämlich auch tot. Jetzt können wir hier mal gucken, ob die irgendwas Interessantes für mich haben. Patronen, legiert, bla 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 bla, interessiert mich nicht. Billardkö, Pilotenhelm, nö, will ich alles nicht. Ich will eigentlich nur noch die Patronen von denen. Sollte ich Angst haben? Ich möchte nochmal erwähnen, ich bin unsichtbar, wenn ich stehen bleibe. Das heißt, ich bin ungefähr der gefährlichste Sniper der Welt. Und das macht diese ganze Sniper-Geschichte ziemlich, ne, attraktiv. Da läuft jemand. Sieht aus wie Piper. Es ist Piper. Hä? Was macht Piper denn da unten? Piper hat Interesse. Ich dachte mir, hey, die hat die gleichen Klamotten wie Piper, aber hat einen Helm auf. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Die Piper hat ja mal derbes Interesse. Interessant. Oh ja, Patronen nehmen wir mit. Und das Psycho natürlich auch. Und hier ist sogar noch eine Menge. Hui. So, die müssen jetzt alle irgendwo da unten sein. Okay, ja, die Raider müssen wir natürlich hier alle töten. Das sind Meyer Lurks. Eine Menge, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe auf die Meyer Lurks. Ah, da haben wir einen. Und das war's. So. Wie kommen wir denn da jetzt am besten runter? Ich würde ja gerne darüber. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Was ist denn? Ich sehe hier gar nichts. Weißt du was? Wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt auf die andere Seite. Oder? Ja, wir gehen auf die andere Seite. Ich kann euch leider nicht sagen, was für ein Scharfschützengewehr das ist, weil ich die umbenannt habe alle. Dementsprechend überhaupt gar nicht mehr weiß, was deren ursprünglicher Name ist. Das tut mir sehr leid. Da bin ich jetzt quasi unwissend. So, ich fand das aber jetzt... Ach, guck mal. Jetzt, wo wir hier drüben sind, können wir die ja weiter systematisch ausschalten. Okay, das ist ein Plünderer. Der hält definitiv etwas mehr aus. Scheiße. Irgendwo war hier noch... Wer läuft da? Den habe ich erwischt. Da hat sein kleines Köpfchen davor hervorgestreckt.
und war dann einfach weg. Ja, doof, ne? Wenn ich unsichtbar bin, auf was willst du schießen? Also diese Legendary, du machst denselben Fehler wie dein Kollege, das weißt du hoffentlich. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Oh, er will mir entgegenkommen scheinbar. Er benutzt ein Stimpack. Nein, das ist meine Legendary Rüstung, du Fotze. Okay, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten. So. Dich schubst ich hier doch gleich runter, ey. Oh, hast du Glück gehabt. Aber theoretisch würdest du runterfliegen, ja. Bye bye. Wie? Oh. Hoppala. Das nennt man physikalisch unmöglich, was seine Kollegin da macht. Tja. Kaum bin ich nicht mehr unsichtbar, gell? Moment mal, nicht abhauen. Hartnäckig. Ja, wenn sonst nichts ist. Hier gibt es wenigstens eine Menge Zeug. Was ist jetzt? Wo bist du hin? Oh, ach, da unten! Ne, wo waren sie da? Hä? Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Von wo haben die geschossen? Ja, ich hatte auch Spaß. Ich habe mich immer nur noch, ich frage mich trotzdem immer noch, wie deine Kollegin das hier physikalisch macht. Tschüss. Komm auf. Da! Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Das ist ein Schwein. Hinter den Laken versteckt. So, ist jetzt hier Ruhe? Nee, immer noch nicht. Wo? Immer noch von da drüben? Ich hab den tatsächlich gesehen. Ich hab da erwischt. Hä? Wo schießt sie so hin? Ah, das... Oh, legendärer Raider! Da freuen wir uns ja erst recht über ein paar nette Headshots. Denn der legendäre Raider, der wird da hoffentlich einen netten Loot für uns haben. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Guck mal. Oh, nee, er ist schon mutiert. Okay, er ist mutiert, er ist mutiert. Aber er zieht trotzdem schön viel Schaden ab. Jawohl. Sehr geil. Ah, dieses Scharfschützengewehr... Wir haben das gefühlt nie eingesetzt. Weil es dazu keinen Grund gab. Aber dieser Steinbruch, diese Mine ist definitiv ein großartiger Grund. Ein großartiger Grund. So, und das war hier noch nicht mal der Boss von der Geschichte hier. So, jetzt glaube ich, also viele dürften hier nicht mehr leben. Hier scheint tote Hose zu sein. Wer sagt das? Ich verpiss mich doch nicht. Ich fange doch gerade erst an mit euch. Hä? Wo ist hier einer, der hier... Oh! Das Maul aufreißt. Tja, Kollege. Da hatte ich wohl einen sehr nervösen Zeigefinger. Diesmal aber zu meinen Gunsten. So, Chat. Was ich vorhabe? Mir hier alles unter die Finger krallen, was die hier so... rumliegen haben lassen. Auch schmutziges Wasser. Denn aus schmutzigem Wasser können wir aufbereitetes Wasser machen. Und das kannst du dann vielleicht in der Notsituation trinken. Junge Dame. Was haben wir hier noch? Ein Benzinkanister. Die Frage ist, wo ist eigentlich der Chef der Bande? Hier habe ich noch welche erwischt. Ja, das ist genau das Problem, meine liebe Piper. Da sind noch eine Menge Meyerlurks.
Aber solange wir das Tor nicht öffnen, kommen die Maya-Lurks nicht raus. Oder? Okay, die Maya-Lurks kommen nicht raus. Das heißt, mir sind die Maya-Lurks ziemlich egal. Und das war... Ne. Ein legendären Billard-Kö. Willst du mich verarschen? Ich finde einen legendären Job und es ist ein legendärer Billard-Kö. Keine Worte. Keine Worte. Weißt du, ich stelle einen Schwierigkeitsgrad höher, ja? Ich stelle einen Schwierigkeitsgrad höher. Und was passiert? Ich kriege einen legendären Billard-Kö. Was ein Arsch. Da lebt ja noch einer. Ah, ist das der Chef? Oh mein Gott. Ja, das ist der Chef. Sully Mattes. Natürlich kannst du dich sehen. Ich hab dir auch gerade zwischen die Augen geschossen. Ja, doof, wenn du mich nicht siehst, wa? Das war's! Der Chef der Bande ist tot. Und ich sage danke für... eventuell eine bessere Waffe. Das Scharfschützen. 104? Darf ich das mal ganz kurz an euch testen? Alter, das Teil hat 104 Schaden, hat eine krasse Feuerrate. Ich habe ja normalerweise den Menschenvernichter, aber diese Waffe ist eigentlich sehr nice. Aber, okay, wenn ich natürlich mir das so angucke. Ne, Reichweite, also ich muss schon sehr nah dran stehen. Aber es ist eine sehr geile Waffe, die ich auf jeden Fall in meinem Kopf behalten werde. Heilige. Nicht schlecht. Ich wollte mir eigentlich noch angucken, ob Piper brav diese Waffe jetzt nutzt, die ich hier gegeben habe. Aber ich glaube, das war jetzt richtig aufregend. Jetzt sind wir hier bis runtergegangen, der ganze Steinbruch. Guck mal, da oben haben wir damals geholfen, als das hier noch alles voller Wasser war. Da konnten wir... Stimmt, ich erinnere mich noch, da waren wir mit dem Aufzug... Und sind dann mit diesem lustigen Aufzug hier runtergefahren und damals konnten wir hier noch nicht überleben. Aber hier war dieser Aufzug. Mein Gott, das ist schon echt lange her. Ach, welche nette Erinnerungen. Ach, ist das krass. So. Das wär's. So, wunderbar. Wir nehmen alles mit. Also die Waffe, die ich gerade gefunden habe, die möchte ich auf jeden Fall mal begutachten. Wir machen jetzt noch diesen Tribute. Die Tribute-Fahrt mit dem Aufzug, mit dem wir damals ins Wasser gefahren sind. Wir sind Aufzug ins Wasser gefahren damals. Krass, was wir hier jetzt alles erlebt haben. Das ist wirklich abgefahren. Ja, diese Waffe werde ich mir auf jeden Fall mal behalten. Die ist echt ziemlich stark. Die können wir mit ein paar... netten Mods oder ein paar netten Modifikationen auf jeden Fall noch ziemlich gut verbessern. Jetzt mache ich aber doch schnell Reise, weil der Weg ja doch ein bisschen länger war. Habe ich ja vorhin mitbekommen. Dann werde ich die jetzt mal abgeben und... Ja, ich wollte eigentlich ja was ganz anderes machen, aber auf einmal war hier die übelste Eskalation mit irgendwelchen Raids. Und dann gleich dürfen wir 3 Level verteilen, Mann. 3. Richtig geil, ey. Weil dann ist das auf einmal so ein bisschen eskaliert. Finde ich gut. Also ich werde es jetzt mal noch nicht mitnehmen. Wir können ja noch nicht genug verbessern, dass es irgendwie kreativ oder gut wird. Und außerdem bin ich mit dem Menschenvernichter, der ja auch die Schrotmunition benutzt. Ist das ja gut. Habe ich meine Haarklammern immer noch nicht mitgenommen vom letzten Mal? Das mache ich gleich Probleme mal. Damit ärgern. Nee, ich habe kein Problem mehr. Hallo, da Wauzi. Wauzi 2. Hi. Haben wir eine Haarklammern echt vom letzten Mal immer noch nicht mitgenommen? Tatsache.
Ja, danke fürs Erinnern. Ich meine, ne? So, nehmen wir mal wieder alle Haarklammern mit, ey. Die haben wir ein bisschen vergessen beim letzten Mal. So, ich lager ein. Unseren Billardkö und das Scharfschützen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das ist sogar eine so gute Waffe, die lager ich nicht mal hier ein. Sondern die lagern wir an einen ganz speziellen Ort ein. Wenn ich jetzt noch irgendwo einen Ort hätte, wo ich noch was einlagern kann, oder müsste ich... Nee, kann ich das hier benutzen? Nee, das kann ich nicht benutzen. Dann mache ich mir noch eine ganz spezielle Kiste schnell. Und diese ganz spezielle Kiste ist für wirklich, wirklich, wirklich tolle Sachen. Ich kann da ganze Schreibtische machen, das ist ja voll geil. Können wir hier nicht irgendwie das mal hübsch machen und uns hier so ein nettes Regal hinstellen? Geht sich das aus? Nein, das sieht doch scheiße aus. Dann wird es wahrscheinlich doch nur eine kleine Kommode werden, die wir irgendwie hier hinstellen oder so. Auch nicht. Na, okay, dann wird's was Kleines. Dann wird's dieser kleine Behälter hier. Kann ich den da reintun? Ah, es geht sich nicht ganz aus. Schade, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ich könnte es ja aber so hintun. Macht so dann gar keinen Sinn, deswegen machen wir das. Komm. Tschüss. Wird das halt hier so eine kleine. Aber die passt ja so süß in die Ecke rein. So. Und in diese lustige Kiste tun wir jetzt Waffen oder so oder Zeug, wo ich sag, das ist vielleicht später zum Verbessern noch echt ein geiler Scheiß. Ja. Wie sieht's gewichtstechnisch aus? Müsste ich wahrscheinlich noch irgendwas an Kleidung gefunden haben, dass ich aus Versehen aufgenommen habe. Kann das sein? Nein? Wie komme ich dann... Ach, ich weiß schon. Ich habe hier noch ein bisschen Mist mitgenommen, ne? Genau, schmutziges Wasser und so weiter. Das ist ja doch tatsächlich recht schwer. Man glaubt es kaum. Das war das Omelette. Den leuchtenden Pilz haben wir noch mitgenommen, den wir nicht wollen. Dann komme ich trotzdem auf etwas mehr Gewicht, als ich eigentlich wollte. Aber das ist egal. Ja, was wir jetzt machen, ist ja Quest abgeben und dann 3 Level aufsteigen. So, wo ist denn der Kollege, der mir die Quest gegeben hat? Beim Geschützturm steht er, brav. Du musst nämlich gegen die Raider dich hier kümmern, gell? Können wir jetzt aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Ja. Ja. Sie werden euch nicht weiter belästigen. Danke. Es ist gut zu wissen, dass wir auf euch zählen können, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Selbstverständlich. So, abgeschlossen. Und dann können wir direkt mal Bericht erstatten. Wahrscheinlich beim Preston, nehme ich an. Preston ist doch gerade hier irgendwo rumgelungert. Ist er jetzt ins Haus gegangen. Mensch, Preston. Gib mir die Erfahrungspunkte. Erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Das waren wir. Ist alles wieder in bester Ordnung. Gut, so erobern wir das Commonwealth zurück. Ein kleiner Sieg nach dem anderen. Das tut gerade so, als wäre das nicht unsere Siedlung gewesen, ey. So, stoppen den Überfall. Level up. Nice. Schau, schau, schau. So, guck mal. Mit den Level up, wir können nämlich 3 Level up jetzt machen. Was ich ganz kurz... Warte, bevor wir das machen, ganz kurz. Um das mal ganz kurz zu zeigen. Und zwar bei dieser Waffe hier ist das interessant. Wir schießen jetzt und mal gucken, wie schnell wir nachladen. Achtung, Schuss. Nachladen. Das für eine andere Zeit und einen anderen Ort. Ja, ist gut. Nachladen, Achtung. Na, dauert schon ein bisschen. Aber jetzt mit unseren flinken Fingern bestätigen wir. Oh, nachladen. Ach, im Watzer. Wer braucht das denn? So, und jetzt, Achtung, geht das schon deutlich schneller. Oha, geht das doch schon deutlich schneller. Das dürfte wahrscheinlich dann hier nicht anders sein. Oi, da ist sie schnell nachgeladen, nice. Und bei, warte, das ist die falsche. Und bei der hier, die hat immer recht lange zum Nachladen gebraucht, Achtung. Holy! Das war schnell. Achtung.
Das ist richtig geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, auszurüsten. So, und dann habe ich gesagt, mache ich als nächstes. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den Revolverhelden als nächstes machen, weil der Revolverheld halt auch recht nice ist. Weil wir ja so viel mit der Pistole machen. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch einmal Stärke skillen. Und beim anderen Mal hacken. Wir werden hacken machen. Und Stärke skillen. So. Hacken und Stärken, das kann ich jetzt hier also von meiner Liste mal wieder ein bisschen wegstreichen. There we go. Level Up sollten wir jetzt noch schneller kriegen, da wir jetzt auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad spielen. Und das war das alles mal wert. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre. Ja, die Maße, die ist halt ein bisschen durch, aber was soll's. Und dann bedeutet das für uns, dass wir jetzt mal wieder uns um ganz andere Missionen kümmern.